Als Lorraine Taggart einen Tag vor Weihnachten 2014 einen Anruf von ihrem Bruder erhält, weiß sie, dass etwas nicht stimmen kann. Denn seit Jahren ist das Verhältnis zwischen den Geschwistern angespannt. Als er ihr erzählt, was passiert sein soll, verliert sie die Fassung. Ihre gemeinsame Mutter ist verschwunden. Doch Lorraine ahnt, dass er lügt. Niemals sei ihre Mutter freiwillig verschwunden und niemals hätte sie sich lebend aus den Fängen ihres eigenen Sohnes befreien können. Die glückliche Familie. In der schottischen Kleinstadt Dunfermline lebt die lebenslustige und immer fröhliche Carol zusammen mit ihren beiden Söhnen. Auch wenn ihre Kinder noch sehr jung sind, hat sich erst vor kurzem ihr Ehemann von ihr getrennt. Carol muss sich neben ihrem Job allein um die beiden Söhne kümmern, doch trotz der schwierigen Situation will sie ihren Kindern eine liebevolle Umgebung bieten und hat ihre Lebensfreude nicht verloren. Sie geht gern aus, unternimmt was mit Freundinnen und es dauert nicht lange, bis ein neuer Mann in ihr Leben tritt. Bei einem Blind Date lernt sie Sean Taggart kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Nach nur kurzer Zeit ist Sean wie ein Vater für ihre Söhne. Und die gemeinsame Tochter Lorraine macht ihr Glück vollständig. Auch die beiden älteren Brüder freuen sich über ihre neue Schwester. Doch die Freude der Patchwork-Familie wird schon bald getrübt. Carol leidet an einer Wochenbettdepression, von der sie sich nicht erholt. Ihr Leben wird fortan von Depressionen und der Einnahme starker Antidepressiva bestimmt. Ihren Kindern will Carol trotz ihrer Erkrankung eine erfüllte Kindheit bieten. Ihnen soll es an nichts fehlen. Sie wachsen in einer harmonischen Familie auf, fahren oft in den Urlaub. Und Lorraine, Ross und ihr ältester Bruder bekommen alles, was sie sich wünschen. Trotz Carols Depressionen arbeitet sie hart. Als Erzieherin macht sie sich schließlich selbstständig und eröffnet in einem Teil des großzügig geschnittenen Hauses der Taggarts ihre eigene Kita. Doch jedes Mal, wenn es scheint, dass sich das Leben von Carol zum Guten wendet, muss sie erneut einen herben Schicksalsschlag erleiden. Ihr Ex-Mann stirbt bei einem Unfall. Vor allem ihren jüngsten Sohn Ross trifft das hart. Auch wenn Sean alles für Carols Kinder tut, kann er den leiblichen Vater nicht ersetzen. Ross verändert sich in dieser Zeit. Er beginnt mit Kleinigkeiten, wie Süßigkeiten stehlen, die ihm seine Mutter durchgehen lässt. Schließlich hat Ross gerade mit einem schweren Verlust zu kämpfen. Doch sein Verhalten, was Carol zunächst als Stressbewältigung wegen des Verlusts seines Vaters abtut, ist der Anfang vom Ende. Die zerstörte Familie. Immer wieder kommt es nach dem Tod von Carols Ex-Mann zwischen ihr und ihrem Mann zum Streit. Grund dafür ist die Erziehungsmethode von Carol. Mittlerweile erlaubt sie ihren Söhnen alles. Vor allem Ross nutzt die Erziehung und Zuwendung seiner Mutter aus und dass sie ihm keine Grenzen setzt. Immer wieder bestiehlt er seine Eltern. Doch Carol will das nicht sehen. Es gibt schließlich ein unausgesprochenes Gesetz in der Familie. Ross ist Carols Lieblingskind. Sean vermutet, dass Carol Schuldgefühle plagen. Ross war gerade einmal 1,5 Jahre alt, als sie und ihr Ex-Mann sich trennten. Er hat kaum Zeit mit seinem leiblichen Vater verbringen können, der nun plötzlich tot ist. Deshalb versucht Carol, ihm all die Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken, die Ross nur noch von ihr bekommen kann. Doch damit stößt sie nicht nur Sean, sondern auch ihren anderen Kindern vor den Kopf. Wenn Lorraine von ihrer Mutter zu einem Tanzturnier begleitet wird, muss sie mit ansehen, wie Carol zu Hause Ross überschwänglich begrüßt. So wie sie selbst nie von ihrer Mutter geliebt wird. Auch Ross ist bereits als Teenager klar, dass er der Liebling seiner Mutter ist und sie ihm alles durchgehen lassen wird. Ein Strudel, aus dem Carol nicht mehr herauskommen wird. Sean hat Angst, dass Ross auf die schiefe Bahn geraten wird, weshalb er Ross überredet, mit Nebenjobs sein Taschengeld aufzubessern. Zum einen hofft er so, dass der Teenager nicht mehr seine Eltern bestiehlt, zum anderen, dass ihm dort Grenzen gesetzt werden. Doch jeden seiner Jobs verliert Ross. Auch auf der Arbeit stiehlt er und das, obwohl es den Taggarts an nichts fehlt. Schließlich wird ihm alles gekauft, was er will.
Seine Mutter kann er jedes Mal davon überzeugen, dass er das eigentliche Opfer ist und ihm Unrecht getan wurde. Bereits als Jugendlicher ist ihm bewusst, wie er seine Mutter zu seinem Vorteil manipulieren kann. Kritik an ihrem Sohn oder ihrer eigenen Erziehung lässt Carol nicht zu. Weder ihr Mann noch ihre anderen Kinder dürfen das Vorgehen der Mutter in Frage stellen. Und wenn sie es doch tun, gibt es Streit in der Familie. Bald schon ist die Familie Taggart in zwei Lager gespalten. Sean, Lorraine und ihr ältester Bruder, sowie Ross und seine Mutter Carol. 2007 scheitert die Ehe von Sean und Carol aufgrund der Spannung in der Familie und Sean zieht aus. Während ihr ältester Bruder bereits das Elternhaus verlassen hat, ist Lorraine allein mit ihrer Mutter und ihrem Bruder Ross, dessen Hass sich nun gegen seine jüngere Schwester richtet. Die einzige Person, die der Manipulation von Carol durch ihren eigenen Sohn im Weg steht. Er lässt seine Schwester spüren, dass sie unerwünscht ist, sowohl psychisch als auch physisch. Neben den vielen Beleidigungen, die Lorraine zu Hause ertragen muss, kommt nach dem Auszug ihres Vaters auch körperliche Gewalt hinzu. Ihr eigener Bruder verprügelt regelmäßig seine Schwester. Und ihre Mutter sieht tatenlos dabei zu. Mutter und Sohn. Eines Tages reicht es Lorraine. Nach einem erneuten körperlichen Angriff von Ross zieht sie kurzerhand zu ihrem Freund. Sie weiß, dass sie ihre Mutter allein lässt, die vollkommen gefangen ist in der Spirale aus Manipulation ihres eigenen Sohnes, doch Lorraine weiß, dass sie gegen ihren Bruder nicht ankommt. Ihre Mutter glaubt ihr nicht, wenn sie versucht, ihr klarzumachen, dass Ross ihr nicht gut tut. Mutter und Sohn sind von nun an alleine. Kontakt zu anderen hat Carol zu dieser Zeit kaum noch. Ihr eigener Sohn hat sie isoliert. Andere Menschen beschreiben das Verhältnis zwischen den beiden außerdem als seltsam eng. Egal wo Carol hin will, ihr Sohn begleitet sie. Auch reisen darf seine Mutter nur noch mit ihm zusammen. Während sie denkt, dass ihr Sohn eine Stelle bei Amazon angenommen hat, hat er sie auch dahingehend wieder belogen. Er ist immer noch arbeitslos und wenn er morgens das Haus verlässt, geht er nicht zur Arbeit, sondern zum Caravan Park in Petticoat Bay, einem Erholungsgebiet mit Wohnwagensiedlungen und Karawanen, wo die Familie Taggart ein kleines Haus direkt an der Nordsee hat. Dort verbringt er die Tage und bestellt sich Sexarbeiterinnen oder Online-Dates hin. Nachmittags geht er wieder nach Hause und erzählt seiner Mutter vom anstrengenden Arbeitstag. Damit es nicht auffällt, dass er gar kein Geld verdient, trägt Ross zur Haushaltskasse bei. Doch es ist Carols Geld, das er vor allem von ihrem Konto abhebt, da er mittlerweile über das Bankkonto und die EC-Karte seiner Mutter verfügt. Er hat sie in der Hand und das nicht nur finanziell. Aufgrund ihrer Depression, die sich immer mehr verschlechtert, ist Carol Taggart auf Medikamente angewiesen. Über diese verfügt allerdings nur Ross. Er bewahrt sie für seine Mutter auf und rationiert sie ihr. Carols gesamtes Leben beherrscht ihr Sohn. 2014 hat er seine Mutter mittlerweile so weit manipuliert, dass sie eine Testamentsänderung zugunsten von Ross zustimmt. In ihrem Testament steht von nun an: Ross war während meiner Krankheit für mich da und hat mich unterstützt. Dafür hat er einen großen Teil seiner Freiheit und Freizeit geopfert. Als Dank lässt Carol die Aufteilung des Testaments ändern. Ihre anderen beiden Kinder werden rausgestrichen. Ihr Sohn Ross ist nun Alleinerbe ihres Vermögens und ihres Hauses. Eine geschätzte Gesamtsumme von 500 Pfund, also knapp 600.000 Euro, über die Ross nach dem Tod seiner Mutter verfügt. Zu Ross' 30. Geburtstag plant das Mutter-Sohn-Gespann außerdem etwas ganz Besonderes. Eine gemeinsame Reise nach New York. Von dem Städtetrip erfährt der Rest der Familie nur über Facebook. Ross postet über 400 Bilder von sich und seiner Mutter in New York. Sie können nur tatenlos mit ansehen, wie Carol in den Fängen von Ross ist, denn Kontakt zum Rest der Familie blockt sie mittlerweile komplett ab. Doch nach dem Städtetrip verändert sich etwas in der Beziehung zwischen Mutter und Sohn. Da Carol zu diesem Zeitpunkt keinen Kontakt mehr zu Freundinnen oder anderen Familienmitgliedern hat, können diese nur mutmaßen, dass irgendetwas passiert sein muss, was sie plötzlich an der Glaubhaftigkeit ihres Sohnes zweifeln lässt. Die 54-jährige Carol beginnt Nachforschung anzustellen. Sie erfährt, dass Ross nicht bei Amazon arbeitet,
dass er täglich das Haus verlässt, um sich im Caravan die Zeit mit Frauen zu vertreiben und dass er sie seit Jahren belügt und um ihr Geld betrügt. Was sich in diesen Wochen zwischen Mutter und Sohn abspielt, kann bis heute nicht zweifelsfrei belegt werden. Lorraine und Sean vermuten, dass sie Ross mit seinen Lügen konfrontiert hat und vermutlich wollte, dass er auszieht. Anhand einiger SMS ist bewiesen, dass die Beziehung zwischen Mutter und Sohn im Dezember 2014 angespannt ist. So droht sie unter anderem 2 Wochen vor dem Weihnachtsfest ihrem Sohn an, dass sie ihn enterben wird. Ross Taggart reicht es. Er fühlt sich um sein Erbe betrogen, was seiner Meinung nach nur ihm zusteht und nicht seinen anderen Geschwistern. Er will an sein Erbe. Und das sofort. Die verschwundene Mutter. Am Dienstag, dem 23. Dezember 2014, geht ein Anruf bei der Polizei ein. Ross Taggart ist am anderen Ende. Seine Mutter sei verschwunden. Er erzählt der Beamtin, dass die beiden einen Streit hatten und sagt direkt, was er vermutet. Seine Mutter hat Suizid begangen. Hiya. Hi there, can I take a note of your surname, please? It's Taggart, T-A-T-T-A-R-T. First name? Ross. What's your mum's name? Carol. C-A-R-O-L? Yeah. Taggart? Yeah. Right, so when she left the house, when did she last see her? About 1 o'clock on Monday morning. Had there been any argument or? That's the thing, we had an argument. She's been a bit depressive and my problem is we had the doctor in last week and she even told the doctor that she was feeling so, well, she didn't want to be here anymore was the words she used. Da die Gefahr eines Suizids besteht, nimmt die Polizei die Vermisstenmeldung von Ross sofort ernst. Anders ist es bei der Familie Taggart. Sie glauben dem 30-Jährigen kein Wort und versuchen verzweifelt, die Polizei davon zu überzeugen, dass Ross etwas mit dem angeblichen Verschwinden seiner Mutter zu tun haben muss. Doch es gibt keine Beweise, dass Carol wirklich etwas zugestoßen sein muss. Ihr Haus und das Ferienhaus im Caravan Park wirken normal und alles scheint so, dass Carol wirklich freiwillig verschwunden ist. Während andere Familien das Weihnachtsfest feiern, sind Sean und seine Tochter verzweifelt und starten eine Social-Media-Kampagne, um Carol zu finden. Auch Ross teilt auf Facebook mehrmals die Suchmeldung seiner Familie und die Newsartikel der örtlichen Medien, die über das Verschwinden der 54-Jährigen berichten. Zu einem dieser Posts schreibt er: Danke für eure Unterstützung. Teilt bitte weiter die Meldung der Polizei. Hoffentlich taucht meine Mom bald wieder auf. Aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis erhält Ross viel Zuspruch und Mitleid, dass sie sich so für die Suche nach seiner Mutter aufopfert. All das, während Sean und Lorraine immer noch davon überzeugt sind, dass er mehr weiß, als er zugibt. Während Ross nach außen hin den besorgten Sohn mimt, ist er innerlich unruhig, denn Ross hat ein Geheimnis. Während die Polizei nach seiner Mutter sucht, versucht er, sich nachts in Kneipen und Bars abzulenken, mit Frauen und mit Alkohol. Doch er wird den Gedanken nicht los, dass er etwas übersehen hat. Hat er wirklich gründlich genug sauber gemacht? Ist der Polizei, während sie im Strandhaus seiner Mutter waren, vielleicht doch etwas aufgefallen? Hat er Blut übersehen? Auch wenn die Polizei ihm verboten hat, ins Haus nach Petticoat Bay zu fahren, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind, hält Ross die Ungewissheit nicht mehr aus. Mitten in der Nacht steigt er in den Zug nach Petticoat Bay. Im Gepäck hat er große Tüten mit Reinigungsmitteln. Er fährt extra mit dem Zug, damit sein Auto im Caravan Park nicht gesehen wird. Unwissend, dass am Zugleis Überwachungsaufnahmen sind, die ihn in der Nacht und am nächsten Morgen aufnehmen, als er plötzlich keine Tüten mehr bei sich hat. Während sich Ross in Sicherheit wiegt und er immer noch glaubt, dass die Polizei von einem Suizid ausgeht, haben sie längst Ermittlungen gegen ihn eingeleitet, denn die Polizei hat das Auto von Carol gefunden, mit dem sie angeblich verschwunden sei. Im Inneren haben sie ihre Handtasche gefunden. Ohne Kreditkarte, die stattdessen weiterhin von ihrem Sohn genutzt wird. Außerdem kann die Polizei die letzte Adresse wiederherstellen, die ins Navi getippt wurde. Ein Online-Date von Ross, mit der sich das erste Mal am Abend des 22. Dezember 2014 getroffen hatte. Zu diesem Zeitpunkt sei seine Mutter allerdings bereits mit ihrem Auto verschwunden gewesen.
Sie sichten außerdem Überwachungsaufnahmen aus Edinburgh, denn ein Pfandleihhaus hat sich bei der Polizei gemeldet. Ross Taggart war nur wenige Tage vor Weihnachten bei ihnen und hat Schmuck verkauft. Der Schmuck seiner angeblich verschwundenen Mutter. Die Wahrheit. Die Indizien gegen Ross Taggart verdichten sich, weshalb die Polizei im Januar 2015 einen Durchsuchungsbefehl aller Immobilien von Carol Taggart durchsetzt. Es dauert nicht lange, bis die Polizei in Petticoat Bay fündig wird. Im Kriechkeller des Nachbarhauses machen sie die grausame Entdeckung. Carol Taggart ist tot, brutal mit Schlägen zugerichtet und schließlich erwürgt. Nur einer kommt für diesen grauenhaften Mord als Verdächtiger in Frage. Ihr eigener Sohn. Ross Taggart wird festgenommen und des Mordes angeklagt. Als Motiv vermutet die Staatsanwaltschaft Habgier. Schließlich können sie beweisen, dass die 54-Jährige vorhatte, den manipulativen Fängen ihres Sohnes zu entkommen, ihn rauszuschmeißen und ihn aus dem Erbe zu streichen. Für Ross, der das gesamte Leben auf Kosten seiner Mutter gelebt hat, Grund genug, um seine Mutter zu töten und den Mord als Verschwinden zu verschleiern. Ross streitet den Mord ab, doch mit Hilfe von forensischen Analysen, Überwachungsaufnahmen, Computer- und Handydaten sowie Blutspurenanalysen kann die Polizei ermitteln, was sich wirklich ereignet hat. Es ist der 21. Dezember 2014 und Ross Taggart reicht es. Er fühlt sich um sein Erbe betrogen, was seiner Meinung nach nur ihm zusteht. Die Polizei vermutet, dass es an diesem Abend erneut zum Streit zwischen Mutter und Sohn kommt. Einer von vielen Streits der letzten Wochen. Doch Ross hat mittlerweile einen Plan. Er will nicht zulassen, dass seine Mutter ihr Testament ändern wird. Und dafür muss er sie töten. Er beginnt auf seine Mutter einzuschlagen, bis sie nicht mehr ansprechbar ist. Ross vermutet, dass sie tot ist, wickelt den leblosen Körper in Bettlaken ein und verstaut ihn in seinem Kofferraum, bevor er zum Caravan Park fährt. Erst dort angekommen, bemerkt Ross, dass seine Mutter immer noch lebt und erwürgt sie. Die Leiche seiner Mutter lässt er im Haus liegen und geht, nachdem er ihr noch den Schmuck vom leblosen Körper gestohlen hat. Ross lebt in den Tagen nach dem Mord sein Leben weiter, so als wäre nichts passiert. Am 22. Dezember schläft er aus und verabredet sich über die Dating-Plattform Plenty of Fish mit einer Frau zu einem Sex-Date, wo er mit dem Auto seiner Mutter hinfährt und es einige Straßen entfernt stehen lässt. Mit dem Zug fährt er dann nach Edinburgh. Überwachungsaufnahmen zeigen ihn, wie er in einem Pfandleihhaus den Schmuck seiner toten Mutter verkauft. Er geht shoppen, in ein Restaurant und ins Kino. Alles bezahlt mit der Kreditkarte seiner toten Mutter. In der Nacht beginnt er dann, die Leiche seiner Mutter im Caravan Park in Petticoat Bay zu verstecken. Die kleinen Häuser sind erhöht gebaut. Jedes von ihnen verfügt über einen Kriechkeller, in dem man durch eine kleine Klappe gelangt. In einem der unbewohnten Häuser verschafft sich Ross Zutritt und verscharrt dort die Leiche seiner eigenen Mutter. Eigentlich will er seinem Leben normal weitergehen, doch ständig klingelt bei den Taggarts am nächsten Tag das Telefon. Kolleginnen von Carol und Eltern, deren Kinder die 54-Jährige betreut, sind am anderen Ende und wundern sich, wo Carol ist und warum sie sie nicht erreichen können. Aus diesem Grund sieht Ross sich schließlich dazu gezwungen, die Polizei zu verständigen und seine Mutter als vermisst zu melden. Im November 2015 findet der Prozess gegen Ross Taggart statt und trotz der belastenden Beweise bleibt er bei seiner Version. Er ist nicht der Mörder seiner Mutter. Doch niemand glaubt ihm. Nicht einmal eine Stunde zieht sich die Jury für Beratung zurück, um sich auf ein einstimmiges Urteil zu einigen. Ross Taggart wird wegen Mordes an seiner eigenen Mutter zu mindestens 18 Jahren Haft verurteilt. Für Sean und Lorraine Taggart ist der Kampf gegen Ross damit allerdings noch lange nicht beendet. Bis heute hat er die Familie im Griff. Erster Mord an Carol Taggart hat ein Schlupfloch im britischen Recht offenbart. Als Mörder ist Ross zwar vom Erbanteil ausgeschlossen. Da er allerdings im Testament seiner Mutter als Alleinerbe geführt wird, darf er das Erbe weiterhin verwalten. Auch wenn er trotz möglicher Freilassung eines Tages nicht selbst an das Erbe kommen kann, kann er aus dem Gefängnis heraus bestimmen, was mit dem Nachlass passiert.
Lorraine ist mittlerweile rechtlich dagegen vorgegangen und es hat dahingehend eine Gesetzesänderung stattgefunden. Diese ist jedoch nicht rückwirkend. Besonders schwer ist es für Lorraine, das Haus ihrer Mutter nicht betreten zu dürfen. Das Haus, in dem sie aufgewachsen ist, das sie mit vielen Erinnerungen verknüpft und in dem noch die ganzen Sachen ihrer Mutter sind, die sie nicht einmal herausholen darf. Doch es ist auch ein finanzieller Verlust. Sie darf nicht selbst in dem Haus leben und zum Zeitpunkt des Todes wurde es auf 400.000 Pfund geschätzt. Geld, was Ross seiner Schwester nicht gönnt und das Haus deshalb lieber verfallen lässt. Alles, was Lorraine darf, ist durch die Scheibe zu schauen. Sie sieht, wie der Weihnachtsbaum, der immer noch im Wohnzimmer steht, langsam zerfällt. Wie die Geschenke zum Verpacken immer noch bereit liegen und wie über die Vorräte in der Küche ihrer Mutter langsam Ungeziefer, Ratten und Mäuse herfallen. Das ist schließlich auch der einzige Grund, warum Ross Lorraine 4 Jahre nach dem Tod ihrer Mutter erlaubt, das Haus zu betreten. Nur für eine Stunde und nur in Begleitung seines Anwalts, der sicherstellen muss, dass Lorraine nichts aus dem Haus entwendet. Doch so lange hält sie es nicht einmal aus. Der Gestank ist kaum auszuhalten. Überall sind Fäkalien von Tieren im Haus, die die gesamte Einrichtung zerfressen haben. Das Haus, in dem sie aufgewachsen ist, existiert nicht mehr. Ross hat ihr nicht nur die Mutter genommen, sondern auch den Ort voller Erinnerungen an eine glückliche Familie.